Es ist wahnsinnig schwer, sich in dieser Verkaufswelt zurechtzufinden. Ganz wurscht, ob du selbstständig bist oder angestellt oder Firmeninhaber oder einfach nur Verkäufer bist. Ist eh jeder Verkäufer. Wie finde ich mich zurecht, wenn mir wer sagt, was richtig ist und was falsch ist? Wie gehe ich damit um? Mit meiner Identität, mit meinem Ursprung, mit meinem Weg im Verkaufsprozess, wenn ich wen anspreche, wenn ich Eigenmarketing mache, wenn ich ein E-Mail schreibe, wenn ich wen anrufe. Wie gehe ich damit um? Naja, schon mal überlegt, was der Kunde kauft. Ist es das Produkt? Ist es der Nutzen? Ist es der Vorteil? Ist es die Leistung? Ist es die Qualität? Das ist es nicht. Das ist es auch. Aber die Voraussetzung dafür, dass er kauft, das Grundlegende, was er kauft, den Kern, was er kauft, der bist du. Und das ist deine Selbstüberzeugung. Aber nicht nur gespielt, nicht nur Schein, sondern du musst es wirklich spüren, du musst es wirklich innerlich gekauft haben. Das heißt, wenn ich das gekauft habe, was ich verkaufe, wenn ich selber gekauft habe, wenn ich selber davon überzeugt bin, dann kauft mir der Kunde alles ab. Weißt du warum? Weil er mir vertraut. Und warum vertraut er mir? Weil ich mir selber vertraue. Das kann man nicht spielen. Das merken Menschen. Menschen sind nicht blöd. Und Menschen lassen sich nicht verarschen. Und schon gar nicht von Verkäufern. Also, alles Gute.